Ein wichtiges Duell im Kampf um die Playoff-Plätze in der Arena Trier. Die Gladiators gegen die Rheinstars Köln. Und die Blicke waren vor allen Dingen auf ihn gerichtet. Dwayne Evans zuletzt bei den zwei Auswärtssiegen überragend vor der Rekordkulisse von 2585 Zuschauern in der Arena Trier. Rein in die Partie mit dem Blick auf die in Rot spielenden Kölner und das gute Nachsetzen von Aaron Jones, eher mit den ersten Punkten der Partie. Doch die Gladiators nach zuletzt 5 Heimsiegen in Folge mit Selbstvertrauen und einem starken Dwayne Evans. 4-3, 6-4, die Führung für die Gladiators Trier. Und die setzten nach. Kevin Smith schüttelt den Gegenspieler ab, ist trotz des Fouls nicht am Korberfolg zu hindern. Die Gladiators mit starkem Willen, mit Einsatz. Mir doch egal, ob da einer im Weg ist. Was für eine Aktion. Das End-One von Justin Raffington. Klassezug zum Korb. Es lief wie am Schnürchen in der Offensive. Tolles Pick-and-Pop. Der nächste Dreier von Dwayne Evans. Sehr überragend im ersten Viertel mit 9 Punkten und 6 Rebounds. Allerdings auch mit 2 Fouls, die ihn später zum langen Zuschauen zwangen. Dann die schönste Aktion des ersten Viertels. 22-9 die Führung nach diesem akrobatischen Up-and-Under-Korbleger von Brandon Spearman nach den ersten 10 Minuten. Die Kölner überhaupt noch nicht im Spiel, doch das war die Initialzündung. Der LA-Jub-Dunk, schön von Jones, perfekt herausgespielter Fastbreak. Und die Kölner, sie wurden langsam wach, angeführt vom Youngster, von Leon Beck, der 2 Dreier in Folge einnetzte und sein Team damit wieder ranbrachte. Beck, der Sohn von ehemaligen Europameister Stefan Beck. Und so die Kölner plötzlich wieder im Spiel. Und dieser Mann, ein klasse Aufbauspieler, David Downs, Topscorer der Partie mit 22 Zählern. Trier mit Schwierigkeiten in dieser Phase, sie konnten Downs nicht kontrollieren. Und so kamen die Gäste bis auf 3 Punkte ran. Doch dann legt die Gladiators den Schalter nochmal um, angeführt von einem gut aufgelegten Brandon Spearman, legt sich den Gegner zurecht. Und dann die leichten Punkte am Brett. Trier mit gutem Schlusssport und Justin Raffington gut aufgelegt in dieser Partie. 17 Punkte, 10 Rebounds für den Center der Gladiators. Trier, die Hausherren zur Halbzeit mit 7 Punkten vorne. Rein in die zweite Hälfte mit schönem Floater. Übers Brett, rein ins Glück, Simon Schmitz. Der nicht nur selbst vollstreckte, sondern auch seine Passqualitäten hier. Toller Assist unter Beweis stellte zu den einfachen Punkten von Jack Eggleston. Das Eggleston schönste Aktion, toller Zug zum Korb mit viel Gefühl. Die Punkte vom Big Man der Gladiators hier in der Partie insgesamt mit 10 Punkten und 8 Rebounds. Gladiators mit einem 11-2 Lauf und dem Glück des Tüchtigen, der Dreier von Brandon Spearman. Sie zogen immer weiter davon. Was ist los mit Köln? Nix ist los mit Köln. Der Stil, die schnellen Hände von Brandon Spearman und dann die spektakulärste Aktion dieses Spiels. Der krachende Dunking. Und auch der Abgang, der tat den Kölnern dann nochmal weh. Was für eine Aktion von Brandon Spearman, der Topscorer für die Gladiators mit 21 Punkten und 2 Steals. Köln versuchte alles. Sie versuchten es mit der Zonenverteidigung, doch da hatte auch Tim Weber die richtige Antwort für 3 parat. Tolles Spiel der Gladiators. Trier wieder toll herausgespielter Dreier. Und auch der saß, selbst Marian Dahlem trug sich jetzt in die Scorerliste mit ein. Ja, ging da noch was für Köln? Wenn, dann waren es eher die Youngster, die dagegen hielten. Wieder Leon Beck. Von den etablierten US-Amerikanern bis auf Downs nicht zu sehen. Zu selten solche Aktionen wie hier der Dunking von Aaron Jones. Und so konnten die über 2500 Zuschauer sich ein bisschen zurücklegen und einfach nur genießen. Die Mannschaft frenetisch anfeuern. Das war nicht nur ein Sieg, das war eine Machtdemonstration. Nicht nur in der Offensive, auch in der Defensive. Der Block von Jack Eggleston. Gibt uns die Zeit und die Muße, die Topscorer nochmal zu feiern. Brandon Spearman mit 21 Punkten und 2 Steals. Und auch Justin Raffington stark, das sein schönster Korb des Spiels. Tolle Aktion an Korbnähe. 17 Punkte, 10 Rebounds für den immer besser werdenden Center der Gladiators Trier. Und Kevin Smith, der machte dann von außen den Deckel drauf. Was für ein Spiel, was für eine Demonstration der eigenen Stärke. Playoffs, Baby, wir kommen. 78-57 Kantersieg gegen Köln. Und der wurde natürlich frenetisch gefeiert, Justin Raffington. Wir haben alle gut gespielt zusammen als Team. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir als Team besser zusammengefunden haben. Und es klickt jetzt einfach. Wir finden die offenen Leute. Gutes Teamplay.
Aber hallo, da wächst was zusammen. Die Gladiators im Jahr 2016 zu Hause noch ungeschlagen. Die Jungs sind kommunizieren zusammen, sind offen. Die haben alle das gleiche Plan jetzt, auf dem Platz wenigstens. Die Schärfe kann noch besser, aber wir sind auf dem Weg nach den Playoffs, das habe ich ja immer gesagt. Wenn wir das schaffen, dann wäre es eine super Saison. Es war klasse, dass wir endlich mal 2500 plus Zuschauer hätten. Das hat uns auch total geholfen. Jetzt auf nach 3000 hoffentlich. Ja, ist auf jeden Fall beeindruckend, wie immer mehr und mehr Fans in den Spielen kommen. Also wir als Spieler merken das auf jeden Fall auch und es hilft uns enorm. Also auf in die Arena Trier, diese Jungs sind richtig gut drauf. Nur noch 2 Siege bis zu den Playoffs, Baby. Nächstes Heimspiel, Sonntag, 13. März gegen Hanau. Wir sehen uns.